Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Ich habe eine der neuen Hukain-Sorten für euch am Start und deswegen gibt es heute auch direkt das Review zu dem Hukain Kaktopus. Sollte euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Video. So, da bin ich wieder mit dem Kaktopus von Hukain. Wie gesagt, eine der neuen Sorten, die Hukain jetzt auf den Markt gebracht hat. Leute, wie immer vorneweg erstmal 200 Gramm kosten euch bei Hukain 16,90 Euro. Ist damit also vollkommen im Rahmen des ganz normalen Tabakpreises, der im Moment so üblich ist. Was soll Kaktopus sein? Der Name sagt es schon so halb. Aber eigentlich auch wirklich nur so halb, weil bei Kaktopus denkt man natürlich erstmal an Kaktus. Was man aber nicht raushört, ist, dass da auch noch eine Erdbeere mit drin sein soll. Also es soll dieses typische Kaktuseis sein, was man schon von so vielen, vielen anderen Tabaksorten mittlerweile kennt, aber eben auch noch mit einer Erdbeere dabei. Finde ich ganz cool, dass sie gesagt haben, okay, wir machen jetzt nicht einfach nur, wie viele andere Tabakhersteller das eh schon haben, ein Kaktuseistabak, sondern wir packen da noch was anderes rein und einfach so ein bisschen eine besondere Schiene einzuschlagen. Finde ich auf jeden Fall ganz nice. Ob die Jungs das gut umgesetzt haben, schauen wir uns jetzt im Laufe des Reviews mal an. Aber zuerst gucken wir uns dann mal den Kopfbau ein. Ich blende euch das gerade mal ein. Da seht ihr, wie ich meinen Kopf fertig gebaut habe. Leider ist mein Stativ kaputt, deswegen ist das mit dem Kopfbau an sich gerade so ein bisschen tricky. Aber so seht ihr wenigstens, wie der fertige Kopf aussieht. Und ihr seht schon, Schnitt und Feuchtigkeit wie gewohnt bei Hukain. Er ist sehr, sehr feucht. Und ja, es ist ein kleines bisschen überschüssige Molasse am Boden der Dose. Leider, es müsste meiner Meinung nach nicht sein. Ich hoffe, die optimieren das noch ein bisschen weiter. Ich verstehe auch Johannes' Haltung, dass er sagt, okay, wir packen einfach richtig Molasse rein, dass der Tabak einfach 100% aufgenommen hat und definitiv am Maximum ist von dem, was er aufsaugen kann. Ich glaube aber trotzdem, dass ein paar Milliliter Molasse weniger immer noch gut funktionieren würden. Und deswegen würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass sie das noch so ein bisschen in den Griff kriegen. Aber abgesehen davon, Schnitt passt, ist so ein mittlerer Schnitt, weder fein noch grob. Es sind wenig Ästchen am Start, das passt auf jeden Fall alles. Also bis dahin auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. Wir kommen mal zum Geruch. Ich schnapp mir mal die Dose und wir gucken mal, ob wir da auch Kaktuseis und Erdbeere rausriechen. Aber zuerst nehme ich mal einen kleinen Zug und dann seht ihr auch direkt schon mal die Rauchentwicklung. Also bei der Rauchentwicklung muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ich sehe es ja nebenbei auch auf dem Fernseher. Das qualmt ordentlich, Leute. Also wirklich, ich habe jetzt leicht Kontakt zur Smokebox. Ist gar nicht mal so krass OP. Zwei Kohlen in der Smokebox, eine oben gekippt. Seht ihr noch, Bildausschnitt heute ein bisschen komisch. Aber um den Koloss von Skywalker hier mit drauf zu kriegen, musste ich einfach ein bisschen mehr nach oben schieben. Aber noch einmal die Wolken. Ich denke, die sprechen für sich. Ja, also bei der Rauchentwicklung auf jeden Fall alle Sterne geholt, die man holen kann. Kein Wunder bei der Feuchtigkeit, muss man auf jeden Fall sagen. Aber damit haben wir das Thema durch. Rauchentwicklung auf jeden Fall brutal. Lässt sich auch super angenehm rauchen. Und wir kommen mal zum Geruch. Also was als erstes in die Nase sticht, ist so eine schöne, saure, prickelnde Kaktusnote. Also da auf jeden Fall schon mal geil dieses Kaktuseis getroffen, finde ich. Erdbeere, so per se, finde ich, riecht man sie nicht raus. Man hat so eine süße Note mit dabei, aber so eine wirkliche Erdbeere rieche ich da jetzt eigentlich nicht raus. Nee, also vom Geruch ist es für mich wirklich einfach nur so eine schöne, saure Kaktusnote, die da am Start ist, die wirklich fast so ein bisschen in der Nase bitzelt. Also da auf jeden Fall gut an diesen Bitzeleffekt von dem Kaktuseis rangekommen. Nach dem Geruch, was bleibt uns als nächstes? Wir kommen zum Geschmack, aber dafür nehme ich lieber nochmal einen Zug. Und im Geschmack muss ich sagen, die Kaktusnote ist noch genauso da, wie sie auch im Geruch schon am Start war. Das heißt, ihr habt was Schönes, Frisches, Fruchtiges, das aber relativ süß ist. Und dann gefolgt von so einer ganz leichten Erdbeernote. Also die rundet eher ab, das ist nicht 50-50 oder so. Ich würde sogar eher sagen, es ist 80% Kaktus und nur 20% von der Erdbeere. Wenn überhaupt 20%, vielleicht sogar noch einen Ticken weniger. Was ich auch noch sagen muss, er ist nicht sehr frisch. Also er hat eine
er hat keine Kühle dabei, sagen wir es so. Er ist fruchtig frisch, aber da ist keine Minze am Start, kein Menthol am Start. Das heißt, wenn ihr gerne fruchtige und süße Tabaksorten mögt, aber ihr nicht auf Minze steht, dann könnte das echt einer eurer Favoriten werden, glaube ich. Vom Geschmack her gefällt es mir auf jeden Fall auch ziemlich gut. Das heißt, Preis ist voll im Rahmen, Schnitt und Feuchtigkeit vollkommen okay. Vielleicht ein kleiner Punkt Abzug für zu viel Molasse. Ein kleines bisschen muss ich da, glaube ich, wirklich abziehen. Sagen wir mal, ein halber Punkt geht weg, weil doch ein bisschen zu viel Molasse dran ist. Das könnte noch ein bisschen besser sein. Rauchentwicklung habt ihr gesehen. Auf jeden Fall alle Sterne abgeholt, die man da abholen kann. Und auch vom Geschmack finde ich ihn extrem lecker. Ich wüsste nicht, was ich bei diesem Tabak in der Kombination besser machen möchte. Ich finde, mit der Erdbeer, die das abrundet, kommt das extrem geil. Ich weiß nicht, ob es schlechter kommen würde, wenn noch ein bisschen mehr Erdbeer dran wäre. Deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall ziemlich geil getroffen. Holt mich ab, schmeckt sehr lecker. Sagen wir mal 9,5 Sterne, weil ich kann eigentlich nur einen halben Stern für die Molasse abziehen. Ansonsten passt mir alles bei dem Tabak. Sehr, sehr lecker auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall mal rauchen. Ich hoffe, das kleine kurze Review zum Kaktopus hat euch gefallen. Wenn das so sein sollte, Leute, wie immer, Daumen nach oben oder da unten noch ein Abo da lassen und schreibt gerne was in die Kommentare. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG.